Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu meinem Video und zurück auf meinem Kanal. Ja, meine drei nordischen Arbeiter hier sind meine Zeugen. Es geht heute um das Hacking Knife aus Sheffield, was ich schon die ganze Zeit noch am Machen und Tun bin. Was mir damals auch der Joe von JM Knives bzw. ehemalig Chaos Werkbank angepriesen hatte. Ich habe angefangen, das zu modifizieren. Keine leichte Aufgabe. Allein schon, ich wollte immer die ganze Zeit auch einen klassischen Holzgriff dazu haben. Keine Sorge, die Schrauben sind noch provisorisch dran. Es ist nichts versenkt, es ist noch nichts fertig. Das soll aktuell nur erstmal die Griffschale halten, somit man grob sehen kann, wo es hingeht mit der Reise. Ja, ich hatte drei Holzarten zur Verfügung. Buche, Esche und Eiche. Womit habe ich mich entschieden? Für die Eiche. Weil ich finde das richtig schön klassisch, richtig schön hartes, langlebiges Holz. Die Eiche selber hier, der Ast, dafür habe ich keinen Baum gefällt. Das habe ich von ein Stück Holz, was vor 15 bis 17 Jahren mal gefällt worden ist. Und es lag die ganze Zeit trocken bei mir in meinem Sammelsurium. Hat auch keine Risse und nichts bekommen. Es ist ein gut erhaltenes Stück. Davon habe ich auch eine ganze Stange mehr. Könnte ich noch einige solche Messer mit verzieren. Auf jeden Fall werde ich dieses Eichenholz dafür nehmen. Ihr seht ja selber, was ich ungefähr vorhabe mit dem Griff. Also der Erl geht bis hier ungefähr. Leider ist der Griff nicht länger beim Hacking Knife, darum möchte ich das verbessern. Auf jeden Fall wird hier der Griff verlängert. Zwischen den beiden Schalen kommt noch ein extra Stück Holz. Ob es immer noch Eiche wird oder Buche oder Esche, keine Ahnung, werde ich sehen. Auf jeden Fall kommt dazwischen auch noch ein Lanyard-Hole auf jeden Fall noch mit drinne. Muss ich gucken, ob ich da noch eine passende Hohlniete für finde. Ansonsten denke ich, wird schon was werden. Hier unten mit einer Griffverbreiterung, also mit einem Pommel, damit man auch ordentlich zulangen kann als Hiebwerkzeug, ähnlich wie eine kleine Axt. Und dass man auch damit ordentlich Kraft ausüben kann, wenn man mal was schnitzen möchte. Weil scharf genug ist der Kamerad auf jeden Fall. Ja. So wird die Reise wohl hingehen ungefähr. Natürlich ist das hier noch kein Endstadium. Das ist einfach noch alles noch provisorisch gemacht. Und leider fehlte mir bisher die Zeit, das Ganze schneller und besser voranzutreiben. Aber so Gott will, wird das wohl die nächsten Wochen und Monate auch hoffentlich irgendwann mal ein Ende finden. Ja, ich denke, die Reise wird weitergehen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. So viel zu meinem Hacking Knife von der Firma Footprint aus Sheffield mit der gesamten Modifikation. Wie gesagt, meine drei nordischen Arbeiter sind meine Zeugen. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschö.